Ja, hallo meine liebe Community Family und natürlich Zuschauer, hier ist wieder euer Gamer Nico und an meiner Seite auch in dieser Folge ist Glyva. Ja, moin. Also, der Apollo Square. Mal gucken, ob es da so einen richtigen, ob das mal ein richtiger Kampf wird. Wer sich daran auch erinnern kann. Rocky. Genau, das, die Eier vom Tiger. Spielen wir jetzt gegen Ringerei oder was hast du hier mit mir vor, du? Ich hatte mal einen Gegner, der ist tot umgefallen. Der war eigentlich tot, ne? Ich habe gesagt, stumpf, heul doch. Und der hat wirklich geheult. Kaffee braucht man immer. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Da, 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 da. Leiche. Na, Kleber wäre die, was für dich? Oh. Das war wieder klar. Liebe Leute, nicht wundern, Kleber ist so. Ja, oh Mann, Nekroman. Mama. Nein. Gotlich? Nicht, was du schon wieder denkst. Ach so. Nein, also ich habe jetzt ans Fotoarchiv gedacht. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Automatischer Hack. Ich habe keinen Bock, das zu hacken. Ich hier noch was? Nö. Hat. Aktentasche. Mal ein bisschen Kohle wenigstens. Das war wohl ein Banker. Na, da laufen hier viele Banker rum. So, ich muss jetzt erstmal gucken. In der Tasche will ich auch noch mal rein. Also, wir laufen zu unserem Ziel und werden auch viel wieder durchsuchen. Falls wir dazu kommen. Lalalala. Runter, 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 runter. Ich will runter, ich will runter. So, mit O. Rein da. Kuckuck. Kuckuck. Was steht denn hier? Auch wieder so ein Automat. Hallo. Jo. Prost. Jo, Brust, wie immer, ne? Ruhe. Manche sehen hier aus wie der Joker von Batman Arkham Knight, echt. Die haben sich fett voll Lippenstift da puh, reingeschmiert. Ich weiß auch nicht warum. Wäsche. Allerdings waschen die hier ihre Wäsche. Geschenk. Aber ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie lange die da schon rumhängen. Ja, bei manchen befürchte ich sehr lange. Naja, also deswegen auch der Nebel. Das ist kein Nebel, das ist Pfui. Jetzt denke ich, die Gedanken lieber nicht weiter zu Ende. Hat sich. Ich wollte gerade sagen, es war ja auch ein Schlag, oder? Ja, ich finde es auch lustig, die KI packt hier auch mal locker ihre eigenen Leute ab. Oh, ich hab hier keinen Bock mit dir Ringerei zu spielen. Meine Fresse. Augenwäsche. Granatwerfer. Oh ja, den kann man immer gebrauchen. Splitter Granate, immer her damit. Ich kann nur bestimmtes Sachen kann ich nur so viel mal tragen. Das Ding ist, ich kann hier nur $500 mitnehmen. Über $500 kann ich nicht mal mitnehmen. Was? Ja. Das ist das Einzige, was ich den Spiel leicht am Teil 1 kritisiere. Ich weiß nicht, wie es bei Teil 2 ist. Hoffentlich besser. Aber das ist das Einzige, was ich kritisiere. Na gut, mehr als $500 würde ich aber auch nicht freiwillig mit mir rumtragen. Oh, wenn ich daran denke, wie vielen Spielen ich da Gelderbeträge hatte, die waren. Boah. Ja, doch. Ja. Aber. Ich weiß. Habe ich die schon durchsucht? Ja. Ach, die hat nur einen Film. Ach, die habe ich auch schon durchsucht. Mann, ich habe so viele Leichen hier durchgesucht. Kamera. Ja, Filme habe ich genug.
Du kannst allgemein nicht noch mehr tragen, ne? Starker gerade. Nein, ich kann... Oder war das auf die Kamera bezogen? Nee. Doch, du kannst nicht mehr Schrot tragen. Ach so. Das ist immer auf das Gegenstand bezogen. Lalalala. Ja, hier ist das Niveau, ganz tief unten. Was für ein Niveau? Und heute singt für sie? Wo? Das Niveau. Halt. Ja, ich weiß, wo das Niveau begraben liegt. Bei in dir. Eschwege. Nein, bei dir. Nein. Da herrscht gar kein Niveau. Guck mal, guck mal. Ach. Die zwei leben ja noch. Burn, Baby, burn. Soll ich mal was Schönes zeigen? Möchtest du Eis haben? Ach nee, das ist Elektro. Scheiße. Du Blitzdingst. Dann zeige ich das mal anders. Ich brauche Gegner. Hallo? Gegner? Ich brauche Gegner. Ich will Glühwein zeigen. Gib mir Gegner. Ach, die wollten da rein. Die wollten da rein. Eindeutig. Das da ist noch einer. Pass mal auf. Oh, Back Daddy. Pass mal auf. Möchtest du Eiswürfel? Auf brennendem Eis. Ich hab das auch beim Big Daddy, das benutzt man hier. Wenn das echt beim Big Daddy klappt, dass ich den einfrieren kann, wäre ja nice. Geil! Läuft. Aber nicht lange. Einfrieren und ein Granatwerfer. Du nimmst nicht einen Zentimeter Schaden. Nee, ich mach das jetzt anders. So. Mr. Bubbles ist tot. Retten. Doch. 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 Es ist mein Satz. Hör auf, kleine ich zu wehren. Bringt eh nichts. Und hör auf, meine Sätze zu klauen. Danke. Danke. Also die Big Daddies haben wenigstens viel Geld dabei. Oh. Oh. Ich krieg ein kleines Geschenk. Ich krieg ein kleines Geschenk. Kriegt ein kleines Geschenk. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Oh, was ist denn das? Das Erfinden von Objekten ist jetzt schon ein nützlicher Zeitvertreib in der Rohstofffarmhallen von Rapture. Sie werden von anderen beneidet, da sie wertlose im Rahmen schwertvoller Gegenstände verwandeln können. Okay, was nehme ich dafür raus? Was ist das denn überhaupt? Y-Beschreibung? Beim mit verringert den Preis, brauche ich auch noch. So Alarmplatten, das. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Hier kann ich ein paar Adam kaufen. Das will ich und das will ich austauschen mit dem Sicherheitssender. Für Big Daddy. Ich kann noch Elektrobolt 3. Cyclone Trap, das würde ich auch weglassen. Ich guck jetzt Zieldummy. Will ich nicht haben. Insektenschwamm 3, Abfucken 3. Der Insektenschwamm, das habe ich. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Was macht denn überhaupt? Ich lass Killerbienen auf die los. Denk an deinen Nächsten. Egal, was er ist. Welche Katastrophe hat je mit den Worten der hat mal an dich selbst begonnen? Die hat Ballerina getan. Diejenigen, die für den König und das Vaterland scheinen, sind die schlimmsten Zerstörer. Ja. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die Menschen. Und sah ziemlich heiß dabei aus. Boah. So. Den nehme ich noch. Und den auch. Nein. Gut. Das Kreis von Schuld und Versagen gekettet hat. So.
nehme ich mal wieder den Revolver. Bolzen kaufen. Gut. Im Fahrrad. Wollen wir Fahrrad fahren? Wenn es geht, dann brauchen wir nicht laufen. Ja, geht schlecht. So, liebe Leute, ich habe ja letztens mal gemerkt, es hakt ein bisschen. Ich habe jetzt mal die Grafik nicht auf hoch gemacht, sondern normal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so der... Nicht so der behakt. Ich musste gerade wieder was trinken, tut mir leid. Ah. So, mit O. Oh, guck dir mal die Aussicht an. So stelle ich mir echt eine Stadt unter Wasser vor. Nichts mit den ganzen Gegnern hier und die ein bisschen bekloppt sind. Aber so. Ja. Wenn eine Frage ist, würde das funktionieren? Achtung. Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger theoretisch ja. Werden an den Apollo Square umgesiedelt. Kontakten. Ja. Die hat da. Nein, ich denke jetzt meinen Gedanken nicht zu Ende. Danke, Klüber. Oh, jetzt kommen irgendwelche Bilder wieder in meinen Kopf. Hat es funktioniert? Es hat funktioniert. Nein, ich meine hier jetzt im Spiel. Ach so. Mit deinen Gedanken komme ich schon langsam zurecht. Zwar die Medikamente helfen da. Ja, du brauchst Medikamente dafür, damit es hilft. Stell dir vor, ich zu sein. Naja, dann wäre ich schon längst tot. Da kam was von links, jetzt. Links, achso, da. Ach, da war was. Ja. Ich muss ja. So viel dazu. Ich muss ja da runter eigentlich. Tauchkuhstation, aber ich will. Ich durchsuche das jetzt hier erstmal. Ich will erstmal zum Ersthilfekasten gehen und hier erstmal die Energie wieder aufladen. Ist doch schon was hast ah, du? Ah, okay. Was? Du mir die Bullen auf den Hals? Kluge KI. Hm. Lalalala. Stampf, 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 stampf. Also irgendwie hat er was mit dem Rücken oder was? Das würde ja auf jeden Fall nicht so langsam laufen. Die sind generell schwerfällig. Das ist so eine Art alter Tauchanzug. Kennst du die noch? Ja. Ja, ich gehe jetzt mal überall rein. Ein Rohr. Auch diesen Gedanken werde ich jetzt nicht zu Ende denken. Danke. 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 Hallo! Ah, da ist einer, pass mal auf. Voller Sniper hier! Was? Das mit einer Armbrust? Respekt! Ja, natürlich! Man muss ja all One Talent sein hier. Das war aber kein All Round Talent. Tod ist tot, oder? Stimmt, der Weg ist das Ziel. Richtig. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge. Also das wäre definitiv mehr. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Mietz! Okay.
Das erinnert mich an der blutige Pfad Gottes. Oh, Leute, wir haben hier wieder mal ein bisschen mehr Spaß, wie ihr seht. Chips. Gute Idee. Das wäre doch mal eine feine Idee jetzt. Chips. Oder Schokolade. Gibt's nicht. Oder allgemein was zu essen. Hast du Geld? Ich nicht. Ne. Ja. Wegner hast mehr Geld als ich. Ich weiß es. Weißt du gar nicht. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Speed! Guten Tag. Also der war blind. Der war voll blind. Da, 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 da. Aber wenigstens hat er sich noch versucht zu wehren. Das heißt, er hat es kommen sehen, wenn, als der Pfeil sich in seinen Kopf gebohrt hat. Ja, und ich habe mir erstmal wieder ein Schlückchen Alkohol gegönnt. Ach, deswegen torkelt er hier so rum. Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Da hinten ist das Ziel, Mensch. Du willst mal richtig lachen? Warte mal, wenn ich hier genug Alkohol finde. Oh, der kann ich auch nicht mitnehmen, hab, kann nur 5 Stück. Wenn ich jetzt Alkohol finde, kann ich dir mal was Schönes zeigen. Alk, wo bist du? Ich brauche Alkohol. Alkohol macht die Birne hohl. Auf Toilette werde ich die wahrscheinlich nicht finden. Das war ja das Witzige bei Sniper, wo ich das durchgespielt habe. Ja. Da konntest du, um dich zu regenerieren, wirklich Alkohol trinken. Und wenn du davon genug getrunken hast, hast du dann wirklich getorkelt für eine, kurze, für eine gewisse Zeit. Das war sehr lustig. Hm. So, hier waren wir schon. Ach, die Treppe muss ich hoch. Ja, huste woanders hin. Ich hätte auch deinen Ellenbogen nehmen können. Nein, danke. So. Wer ist er? Aha. Eine Leiche und ein Teddybär. Ey, fies, du bestehst Leichen. Das ist hier in Rapture normal. Das ist in Rapture normal. Ja. Ich stand in Flammen, nichts war mir zu extrem. Kein Luxus groß genug. Lass das hin. Aber ich tue es doch so gerne. Nein. Doch, ich war damals sogar im Kinderchor. Scheiße. Oh fuck. Ich stell mir dich gerade im Kinderchor vor. Den kleinen, kleinen Klüber im Kinderchor und singt. Oh Gott, schenk uns das. Oh Gott, schenk uns dies. Du wirst lachen, aber das habe ich wirklich in der Kirche gesungen. Das Problem ist, als ich in Stimmbruch kam, musste ich immer zwischen Männern und Weibern wechseln. Und das war dann nicht, nachher nicht mehr so lustig. Hau weiter auf mich ein. Nein, du nur den nicht ärgst, dann auch. Der steht da drauf. Er tut es trotzdem. Ladies and Gentlemen! Ja? Was? Wer ist hier die Lady? Alter. Wir tanzen. Aber ich habe keinen Bock mit dir zu tanzen. Weißt du das? Und du beschwerst dich darüber, dass ich singe. Siehst du, hätte ich gesungen, hättest du richtig schön tanzen können in aller Ruhe. Du kannst dich nicht für immer verstecken. Ich weiß besser. Du weißt nix. So. Ihr sammelt Alkohol. Rein Alkohol zum Entwickeln von weiteren Gegenständen. Mhm. Nur zum Bock. Oh Mann, ich finde hier echt nicht das, was ich suche. Hat. Lagerkiste. Nein, ich finde das echt hier nicht. Schade. Vielleicht kommt. Ich brauche eine Etage mit Alkohol, bitte. Von mir aus kann es eine Kneipe sein. Geh in die Milchbar. Nee, Milch schmeckt nicht. Aber was ist das, was ist das, was ist das? Ach, die Kiste. Doch, Milch schmeckt. Mit Keksen dazu. Kekse. Du bist auch so ein Krümel. Ich bin das Monster. Ach, das ist kaputt. Noch einmal hoch und da lang.
Jo. Das war ja wohl nichts. Jo. Leck mich. Hier liegt die Leiche. Auch schon ausgeraubt. Ich weiß nicht. Kommen wir nicht gerade von oben? Du warst es. Atlas Hauptquartier. Moment mal! Heul nicht rum, du wirst sowieso gleich dran. Siehst du? Ach, Waffe. Er ist eine Heilmaschine, deswegen. Deshalb konnte sie heilen. Boah, jetzt war es mir. Das hätte ich schon längst gemacht. Och nee, jetzt kommen diese scheiß Kronendinge an. Oh ja, ihr habt die. Oh, ich sehe hier nichts. Ja, Breakdance, oder was? Ich suche gerade eine Fähigkeit. Die sucht die. Ja, jetzt wo es vorbei ist, ne? Oh, cool. Stirb, stirb, stirb! Meine Fresse! Das ist doch schon eine 45er. Was willst du noch mehr durchlassen dort? Meine Güte, ey. Bolzen, frei. Oh, toll. Rambos Waffenschrank, und wir kommen nicht ran. So naht. So. Ja, Big Daddy, wie geht's dir? Wollen wir zusammen das mal ausräumen? Tun die nichts, wenn du die nicht angreifst, tun sie die nichts. Das ist gerade das Positive. Hier, hi Big Daddy, na wie geht's? Na, alles fit? Gut, bei mir auch. So, meine lieben Zuschauer, ich denke mal, wir beenden heute die jetzt mal diese Folge hier und werden dann gleich weiter zu ihm nach einer kleinen Pause. Deswegen sage ich wie immer Zucku, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn du Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!